Was ich aber auch gerne ansprechen will, ist bei mir... Okay, jetzt muss ich erstmal kurz beschleunigen. Schauen wir mal. Yo, 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 Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, endlich mein erster Motorvlog. Ja, ich bin super happy, dass das jetzt alles so geklappt hat mit dem Mikrofonadapter und mit der GoPro und ich hoffe auch von der Sprachqualität könnt ihr mich einigermaßen verstehen. Also ich habe jetzt da noch nicht viel rumprobiert. Ich habe letztens schon mal eine Aufnahme gemacht, dann hatte ich irgendwie keinen Ton und ja, jetzt schauen wir mal, wegen den Windgeräuschen werde ich wahrscheinlich auch noch was machen müssen, aber jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Ortschaft raus. So, dann überholen wir nicht. Weißt du, das hasse ich auch immer so. Ist 100 angesagt und dann fahren die mit 80. Weißt du, dann auch noch ein BMW-Fahrer. Macht für mich so null Sinn, aber ja, sind immer die Besten. Ja, was ich euch kurz mal sagen will, oder was heißt kurz, sondern was ich euch mal so sagen will, was ich für eine Maschine habe, weil die Leute, die mir zum Beispiel auf Instagram folgen, Link in der Videobeschreibung, falls ihr mein Profil noch nicht kennt. Ich fahre eine schöne Susi, also eine Suzuki GSR 600. Wie ich schon sagt, 600 Kubik. Meine erste Maschine. Ich hatte davor bis jetzt noch nie eine, sondern ich war davor immer braver Rollerfahrer, sag ich mal, weil ich wollte einen 125er machen. Hatte damals aber kein Geld dafür, beziehungsweise auch keine Zeit dafür. Ja gut, was heißt Zeit, aber... ja, ich hatte einfach kein Geld, sagen wir es mal so. Und dann war ich eh schon fast 18 und dann dachte ich mir so, hä, komm, kannst du den 125er sparen und machst gleich den großen. Das heißt, ich darf ja komplett offen fahren, weil die Leute seit 2017, glaube ich, oder 16, ich weiß es nicht mehr, die, wo unter 25 sind, soweit ich weiß, müssen nochmal, auch wenn sie einen großen Schein machen, nochmal eine Prüfung ablegen nach 2 Jahren Fahrpraxis. Also irgendwie so war das, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und ja, die müssen nochmal eine Prüfung ablegen, dass sie dann ganz offen fahren können, also so viel PS, wie halt eine Maschine hergibt. Und ich hoffe wirklich, das passt jetzt vom Wind her und allem. Und ja, ich habe ja wie gesagt dann das Glück gehabt, ich war noch in dem Jahr, wo ich komplett gleich offen fahren darf. Und ich habe mir dann eine geholt, also die, was hier, wo ich jetzt gerade fahre mit der, die habe ich mir als erste Maschine geholt. Klar, man hatte mal auch andere Wünsche, wie ich wollte damals auch unbedingt eine KTM 690 SMCR. Ist einfach so ein Traummotorrad von mir gewesen. Ich glaube eigentlich von vielen auch. Aber ihr müsst mal überlegen, für das Geld, also sage ich mal, für 8000 kriegt man eine gebrauchte, also einigermaßen gute. Aber ja, da kann ich mir 2 von meinen kaufen zum Beispiel. Also als erste Maschine gleich mal 8 Flocken hinlegen, ist natürlich schon krass. Natürlich, wenn man das Geld hat, warum nicht? Ich hatte es nicht. Ich habe damals extra gespart und dann hatte ich endlich mal ein bisschen was auf der Seite. Und dann wollte ich jetzt nicht nochmal ewig hinsparen, sondern ich dachte, hey, als erste Maschine, ja wieso nicht gleich, muss ja nicht gleich so eine übertriebene sein. Und der andere Vorteil ist, die hat jetzt wie gesagt 600 Kubik, reicht für den Anfang vollkommen aus, zum Beispiel sowas ist hässlich, nee, Schwan, hat 600 Kubik und 98 PS, ich habe das so gemacht, ich habe mir extra eine auch gesucht, weil wenn ich jetzt nicht lüge, zahlt man glaube ich, weil ich ja Fahranfänger bin, mit, also ab 100 PS glaube ich mehr Versicherung. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, sondern es kann sein. Aber ich habe es halt so gemacht, ich wollte auf die sichere Seite gehen und habe halt eine Maschine für unter 100 PS gesucht. Und vom Preis-Leistung kann man wirklich nicht sagen, was man hier bekommt. Jetzt regt mich der auf, jetzt muss ich aber kurz überholen. So. Und ja, vom Preis-Leistung, wie gesagt, echt Top-Ding. Brutal, was
was man eigentlich für das Geld bekommt. Und ich sage ja immer, man braucht eigentlich nicht unbedingt so, ja, gleich am Anfang so eine übertrieben kranke Maschine, weil für was? Die soll dich ja auch nur von A nach B bringen und den Spaßfaktor dir bieten. Und das erfüllt meine auf jeden Fall. Echt, ich bin mehr als zufrieden mit der. Ich habe die jetzt über zwei Jahre sowas. Und ich fahre sie immer noch so gerne wie am ersten Tag. Was ich aber sagen will, das werde ich wahrscheinlich auch noch im Video bringen. Ich habe hier einiges verändert, wie zum Beispiel hier den Lenker, neue Griffe, neue Kupplung und Bremshebel. Jetzt kommen dann noch neue Blinker. Also ich werde noch ein bisschen was machen, dass sie einfach ein bisschen optischer auch noch mir noch ein bisschen besser gefällt. Ich muss sagen, von der Seite finde ich sie also richtig sexy. Da ist sie so geil, also vom Optischen. Das Einzige, was vorne, was mich ein bisschen stört, ist die Front. Das heißt, der Tank ist halt so komisch breit gebaut und ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus vorne, aber ja, man hat ja eigentlich immer was zu meckern an der Maschine. Ja gut, was heißt meckern, aber das ist so, wo mich ein bisschen stört, wo ich sage, hey, hätten sie vielleicht ein bisschen schöner machen können. Aber ja, mein Gott, wie gesagt, ich bin voll zufrieden. Deswegen werde ich mir jetzt auch demnächst neue Blinker kaufen und zwar so schwarz. Ja, Smoke Grey oder wie man das sagt, so heißen die. Und die will ich mir mal hinmachen und mal schauen, ob das vielleicht besseren Look ausmacht, also dass sie vorne wieder ein bisschen besser aussieht. Aber ja, wie gesagt, von der Seite brutal geil. Zeige ich euch natürlich auch nochmal. Also die, wo immer up to date sein wollen, folgt mir gerne mal auf Instagram. Da poste ich eigentlich, wie gesagt, regelmäßig irgendwelche Fotos von Musik oder von Motorradfahren. Und ja, sonst, heute noch eine schöne kleine Abendrunde gemacht, weil, wie gesagt, ich habe mir jetzt das ganze Equip gekauft und jetzt muss ich irgendwann mal anfangen, oder ich will irgendwann mal anfangen, hier ein paar Videos zu produzieren, auch mit meiner Maschine, weil sonst hätte ich mir ja eine GoPro eigentlich umsonst geholt. Gut, man kann auch so Aufnahmen machen, aber ich wollte einfach so, ja auch so Motovlogs machen, weil mir das einfach taugt. Ich dadurch auch lerne, bisschen besser vor der Kamera, oder was heißt, mit der GoPro bin ich ja nicht vor der Kamera, aber man lernt halt einfach auch, mit sich sozusagen selbst zu sprechen oder mit den Zuschauern. Und ich muss sagen, das ist halt einfach Learning by Doing, deswegen bleibe ich dahinter und ja. Wenn ihr Bock auf sowas habt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr für Moped fährt, also für Motorräder. Oder ob ihr überhaupt ein Motorrad habt. Oder ja, einfach sonstiges, dass wir uns ein bisschen auf YouTube so unterhalten können. Weil ich finde das ruhig immer, ich finde das eigentlich immer richtig geil, wenn man, so Videos produziert und dann merkt man einfach, dass die Leute kommentieren. Und ja, da hat man einfach nochmal, jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, nimmt noch auf, mit den Leuten zu kommunizieren und das zeigt einfach so, hey, du machst ein Video, schneidest es, filmst es, veröffentlichst es, also es steckt dir auch noch Arbeit dahinter. Ich habe ja noch einen normalen Vollzeitjob, gut, ich bringe ja jetzt gerade nicht jeden Tag einen neuen Vlog, weil es einfach zeitlich bei mir einfach eigentlich fast unmöglich ist, aber es ist zu schaffen, deswegen will ich jetzt auch, wie jetzt bei so einem geilen, perfekten, geilen Wetter, will ich einfach, ja, Motovlogs machen, weil der Sommer ist schneller vorbei, als man denkt und deswegen, ja, jetzt fahren wir noch eine kleine Runde. Ich denke mal, ich bin noch so eine gute Stunde unterwegs, es ist jetzt schon 6.28 Uhr, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor die Sonne untergeht. Und ich muss sagen, hier, ich komme ja aus Bayern, aus dem wunderschönen Bayern, und man hat einfach hier echt, ja, wie soll ich sagen, krasse Strecken. Du hast so viel Landschaft, weil zum Beispiel irgendwelche in Großstadt München oder so, du hast halt echt fast nur noch Häuser um dich herum, Wohnblocks, Hotels, was weiß ich, oder Einkaufszentren, und hier hast du einfach noch echt Natur und das ich schätze das halt einfach, weil ich weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video sehen kann, aber wenn ihr geradeaus hinterschaut, da gibt's, sind die Berge und gut, die sind jetzt gerade ein bisschen bewölkt, aber sonst hatten wir hier einen traumhaften Blick, also, und ja, ich werde jetzt auch mit ein paar Leuten demnächst
mal wieder so ein paar Pässe fahren nach Österreich oder so. Und da werde ich euch natürlich auch wieder mitnehmen, ein bisschen filmen. Weil es einfach wirklich echt richtig pervers geil ist. Also es gibt wirklich nichts Schöneres, Pässe zu fahren und noch eine geile Landschaft dazu zu haben und einfach mit ein paar Leuten da unterwegs zu sein. Es ist halt echt einfach traumhaft. Ja, was ich aber auch gerne ansprechen will, ist bei mir... Okay, jetzt muss ich erstmal kurz beschleunigen. Schauen wir mal. Ist bei mir die Kurvenlage. Das heißt, wenn ich viele Kurven fahre, ich tue mir echt noch schwer, so mich in die Kurven zu legen. Das liegt vielleicht daran, ja, eigentlich will ich es gar nicht euch sagen, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil ich habe hier noch eine normale Lederjacke. Gut, Lederjacke ist ja nicht schlecht, aber es ist eine stinknormale. Und ich habe leider noch keine Lederkombi. Ich habe mir eine Stoffkombi damals geholt, aber die ist einfach so unsexy, taugt mir überhaupt nicht. Deswegen werde ich mir jetzt kommendes Wochenende eine geile Lederkombi holen. Wir haben jetzt ein bisschen was zusammengespart, endlich mal eine zu holen. Wow, ich muss immer schauen, dass ich im Tempolimit bleibe, weil kurz drücken und man ist schon bei 120, also das ist krank. Ich sage ja, die Maschine ist echt für den Anfang brutal geil. Und für das Geld echt Leute hinterhergeschmissen. Und das Coole ist, ich habe mir, wo ich mir die gekauft habe, habe ich sie mir beim Händler geholt. Habe natürlich auch Garantie bekommen. Und einen neuen TÜV, alles Mögliche. Und ist auch eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, so Sonderedition. Weil man zum Beispiel hier so ein kurzes Windschild, oder wie sagt man da? Ja, vorne halt dieses Windschild ist kurz, sonst ist es meistens so lang. Dann habe ich komplett neue Auspuffanlage von Yoshimura, zeige ich euch aber auch noch in Ruhe. Ist alles dabei gewesen, dann neue an der Seite, die ganzen Schrauben bei mir von den Schrauben. Also wie gesagt, an der Seite die Schrauben, die sind alle schön in Rot gehalten. Ich habe rote Felgen, hier seht ihr es vielleicht auch noch, ich habe hier auch noch so schön eine rote Schraube. Also es ist halt ein bisschen anders als wie original, weil ich finde die Original ein bisschen langweilig und die haben zum Beispiel so einen Stümmellenker, oder sagt man ja, glaube ich, oder? Stummel, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So einen komischen Lenker und der war halt einfach echt ätzend zu fahren, also man hat ungefähr dann hier greifen müssen. War ein bisschen unpraktisch, deswegen habe ich mir jetzt einen neuen geholt. Ich kann euch den gerne mal verlinken von meiner Maschine. Jetzt will ich nur mal kurz überholen, aber... Ich weiß nicht, was der da vorne macht, aber jetzt werde ich mal kurz überholen. Ja, da vorne kommt nichts, jetzt schalten wir mal runter. So. Ja, auf jeden Fall ist der Lenker halt, also der jetzt ist so ein Street, also Street Sport oder irgendwie Street Bar Lenker von ABM heißt die Marke. Ist überhaupt nicht teuer, ist auch legal, also alles vom autorisierten Händler gekauft im Online-Shop. Es war glaube ich sogar Polo Motorrad oder Motea. Also bei denen kaufe ich hauptsächlich ein für mein Moped, weil es halt ziemlich geil, man kann seine Sachen eingeben, was man halt für eine Maschine hat und dann wird ihm alles gezeigt für Ersatzteile, was die auf Lager haben für deine Maschine. Und ich muss sagen, meine ist jetzt nicht so allzu verbreitet, also da gibt es schon gängigere Maschinen, also die, wo öfters verkauft worden sind. Aber es gibt echt trotzdem Haufen Ersatzteile und da habe ich mir halt einfach den Lenker geholt, habe mir Rezensionen durchgelesen. Schöne Ducati. Ja, apropos Ducati, ein Späßel von mir hat auch sich eine geholt, auch schon länger her. Aber mit dem werde ich jetzt demnächst auch mal ein kleines Video drehen, weil der hat sich eine Ducati Monster 821, glaube ich, ist das, hat er sich geholt. Und der Sound unschlagbar. Also ich dachte schon, von meiner so gut, hört sich schon fett an. Aber das, was aus seiner Maschine kommt, das ist krank. Also das ist wirklich, das ist
nicht mehr normal. Und dass sowas auf gut Deutsch gesagt legal ist, ist schon wow. Ja, wie gesagt, kommt auch noch ein extra Video. Und ich hoffe, dass die ganzen Aufnahmen jetzt nicht für Müll sind, weil hier extrem der Wind geht. Nee, aber zurück jetzt nochmal zum Lenker. Super ABM, also Marke ABM Lenker geholt. Und für das Geld, ich glaube 50, 60 Euro, ey, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Es gibt noch einen von Rizoma, aber er macht genau das gleiche. Also sieht eigentlich identisch aus, genau die gleiche Breite. Und genau die Außenmaße, ich glaube diese Standardlenker haben ja 22 mm. Also hier die Dicke von dem. Und der Innendurchmesser ist bei 12 mm. Also, aber das steht jetzt nochmal auch beim Produkt nochmal da. Das heißt, immer gut durchlesen und schauen, ob das überhaupt passt. Weil ich hatte zum Beispiel Schiss, dass bei mir diese Erhöhung, was schon dabei ist, dass es mir zu niedrig ist, dass ich zu tief sitze. Aber jetzt, echt, ich sitze optimal da. Es ist so bequem und ja, wie gesagt, die Kurven viel, viel besser. Dann habe ich mir hier neue Griffe geholt, auch von Motea, 35 Euro oder so. Geil, tausendmal geiler und ich finde es auch optischer schöner. War ein bisschen gefuselt, die hinzumachen, weil an dem Gasgriff hat man ja an der Seite noch so Plastikkuppen oder halt so, ja, so, ich sag mal, da so ein Schutz nochmal, dass der, falls der Griff locker ist, dass der nicht rausgeht auf die rechte Seite. Und da musste ich das leider abfeilen, weil sonst habe, oder abfeilen, nicht abfeilen, abfeilen, dass ich den neuen Griff drüber kriege, weil der ziemlich eng war. Aber wie gesagt, mache ich auf jeden Fall noch ein anderes Video, was ich alles so verändert habe an der Maschine, weil da würde jetzt noch einiges passieren. Die Spiegel werden neu gemacht, die taugen mir überhaupt nicht, werden an der Seite hingebaut, von der Marke Highsider werde ich mir dann holen, glaube ich. Ja, und sonst würde ich sagen, jetzt genießt mal ein bisschen die Landschaft, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen aufs Fahren. Und ich würde sagen, let's go! I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling.
euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentieren, alles Mögliche. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zum Wochenende. Vielleicht mache ich vorher noch so einen kleinen Vlog, was ich umgebaut habe. Dann wird noch viel Musik kommen. Habe ich richtig Bock drauf. Also seid gespannt. Und wie gesagt, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und Peace.